So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker, genauer den Lost Levels 2 von Rasierer. Wir haben zwei Welten noch vor uns und dann das finale Level von Rasierer. Also, mal gucken, was jetzt noch so kommt. 7-1. Ah, ja, moin. Oha, okay. Die Frage ist, komme ich mit dem unteren überhaupt hoch? Ja, ich komme da gar nicht. Nee, ich muss mit dem unteren hochkommen. Ja. Oha, mit Checkpoint diesmal. Oha, okay. Interessant. Dann habe ich hier direkt wieder einen Vorteil gegenüber der Superwelt. Weil in der Superwelt würde der Checkpoint nichts wert sein, wenn ich Game Over gehe. Hier kann ich den unendlich oft nutzen. Puh. Okay. Ach, oh, weil hier ein Bosskampf ist, oder was? Oha! Aber kein schwerer Bosskampf. So viel dazu. Aber cool, dass dann hier ein Checkpoint vor dem Bosskampf ist. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Tschüss. Sehr schön. Okay, cool. Kommt jetzt in jedem Level ein Bosskampf? Ist jetzt die Welt so aufgebaut? Da was raus oder muss ich da rein? Okay. Oh, okay. Oh, muss ich das kaputt machen? Nee, okay, ich dachte schon. Aber wir arbeiten jetzt mit Checkpoints. Oha! Wir arbeiten doch weiter mit Bosskämpfen. Okay. Okay, das ist ein interessanter Bosskampf auch wieder. Aber jetzt bin ich klein. Ah, ist natürlich schlecht. Okay, ich muss was ausprobieren. Es wirkt halt irgendwie schon so, ne? Das haut hin. Mist, jetzt sind ja da zwei da. Ja, ich brauche nur den einen. Nein. Ah, Mist. Ja.
Oh Gott, yes! Was gibt's hier Hübsches? Auf jeden Fall den alternativen Weg. Okay. Oh. Ach so. Okay, ist wirklich nur Bonus. Ach, schade. Na gut. Ich dachte, man kann den Bosskampf so umgehen. Na gut. Aber cool. Junge. Nice, ich habe genau das erwartet. Sehr schön. Nein! Ich verfehl's. Ich hab's befürchtet. Okay, aber kein schlimmer Bosskampf. Kriegen wir hin. Nein, 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 ja. Okay, ciao. Okay. So, jetzt aber. Der Sprung sitzt. Alles gut, alles gut, alles gut. Puh. So. 7-3. Oha, das Ende mit den Sägen ist auch wieder frech. Ja, wir gehen jetzt alle 8 Koopalinge durch. Ich hab's verstanden. Bin ich jetzt schon wieder zu unfähig, hier zu warten? Ach, Momentle mal. Gibt's den Pilz? Nein. Okay, da war ich wieder zu ungeduldig. Okay, ich muss ein bisschen warten. Es hilft nichts. Ich muss ein bisschen warten. Ah, ich kann so schlecht warten. Ich will nicht warten. Warten ist doof. Okay. Die Stelle geht ein bisschen schneller jetzt. Oh Bruder, was? Hä? Oh Gott. Okay, okay, okay. Yo. Are you serious? Ach, Scheiße. Ich
würde am liebsten unten durch, aber ich glaube, das reicht nicht zeitlich. Naja, ich hasse es anzuhalten. Nee, es reicht nicht. Wir lassen das. Wir lassen das. Es reicht nicht. Ja, scheiß drauf. Bitte was? Okay. Ei. So, Bosskampf. Springt die, bis die sich wieder zurückverwandelt. Okay. Aber das macht es tatsächlich sehr angenehm in der Variante. Weil sie so super leicht zu treffen ist nachher wieder. Genau. So, aber jetzt kommt das fiese Ende. Ach nee, muss ich gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, da ist Boden. Puh. Okay. Schloss 4. Schloss 7. Oh, diesmal kein Bowser, sondern wieder normaler Bosskampf. Okay. Ja klar, es müssen jetzt alle Koopalinge untergebracht werden. Bis dann die 8 nochmal Bowser ist. Eieiei. Oh, ich muss warten, bis der hochfährt. Oha. Okay. Mann, wann fährst du denn hoch? Das ist halt nur ganz kurz, deswegen muss ich da echt... Aber durch die Bosskämpfe haben wir immerhin jetzt immer einen Checkpoint an der Stelle. Das macht es auch schon mal angenehmer. Und wie gesagt, dadurch, dass wir nicht die Superwelt spielen, sind die Checkpoints auch ein bisschen mehr rewarding. Das ist auch ein großer Vorteil. Sheesh! Okay, der muss das eh kaputt machen. Ja, dann. What now? Okay. Easy. Ja, das war zu erwarten. Aber ist in Ordnung. Wir haben den Checkpoint ja und müssen uns nicht um Leben sorgen. Ah, ich habe gehofft, dass ich ein bisschen wegkomme. Vielleicht ist das nicht die beste Ecke zum Kämpfen. Ah, hier vorne haben wir viel mehr Platz. Perfekt. Oh, aua. Da kam jetzt was anderes nach. Ja, jetzt hat er sich direkt wieder verwandelt. Okay, ist es okay? Interessant. Damit habe ich nicht gerechnet.
Wann springt denn der öfter und wann verwandelt er sich denn sofort zurück? Wovon hängt das denn jetzt wieder ab? Ah, wenn ich weiter weg bin, braucht er länger, oder was? Oh, das ist einfach Zufall. Keine Ahnung. So, Abflug. Nice. Sehr, sehr schön haben wir auch das geklärt und sind in Welt 8 angekommen. Jetzt wird's kritisch, fürchte ich. Jetzt könnte es sehr, sehr kritisch werden. Acht eins. In your face, hat er sich gedacht, der Bodenbu. Wie nennt man die Dinger eigentlich? Sheesh. Wenn auf der Plattform jetzt auch noch einer gewesen wäre, das wäre frech geworden. Nein, ich kann... Ich wollte anhalten. Ja, perfekt. Genauso. Warten, warten, warten und wieder warten, warten, warten. So. Yikes! Komm, spring einfach, dann machen wir es halt so. Okay. Okay, wir haben es geschafft, sehr schön. Ich muss nur noch den richtigen Moment erwischen, um über die Boost zu springen. Jetzt! Easy. Mit Pilz sogar, oder was? Okay. Ist der Bosskampf so hart, dass ich jetzt immer den Pilz bekomme? Aua. Ich meine, das finde ich nett, dass ich einen Pilz bekomme. Nehme ich gerne mit. Will mich da gar nicht beschweren. Ja, aber das war dann doch nicht so schlimm. Ja, okay. Naja, wobei, es ist ja keine Gefahr, dann können wir es auch probieren. Hui! Schade. Okay. 8-1 war noch machbar. Was ist mit 8-2? Die Ruhe vor dem Sturm. Oh, 8-2 ist schon ein Schlosslevel. Okay. Okay. Oh, steigende Lava. Was? Okay. Jetzt kriegen wir aber volle Ausrüstung hier. Oh Gott, was? Jetzt muss ich hier... Yo. What? Muss ich das besser timen? Oder was war das Problem? Nee, ich komme da gar nicht, ich darf da gar nicht hoch, okay. Das ist ja verwirrend gewesen. Okay, hier kann ich warten. Okay, ja, okay, gut.
What now? Okay. Nein, die Lava! Jetzt habe ich den Pilz nicht mehr, ne? Ah, großartig. Die Blume. Ist super. Yo! Ja, aber wenn der Bass immer wieder abhaut, dann habe ich ja, dann schaffe ich das ja nicht zeitlich. Das wird ja ekelhaft. Gott. Ich darf den nicht verschwinden lassen. Ich darf den nicht verschwinden lassen. Ich muss den sofort immer drauf. Immer sofort drauf. Okay. Nein! Ah, jetzt haut er ab. Okay. Ah! Aber es sollte passen. Ich glaube, einmal kann er abhauen. Gut. Gut. Okay, jetzt ein bisschen chilliger. Easy. Fuck. Ich hab's nicht bis zur Tür geschafft. Kritische Momente. Ah, das geht. Ah! Einmal darf aber... Es ist hier wieder das Gleiche. Woher weiß ich denn, wann die jetzt... Ist es Zufall? Hoppala. Mann! Wenn ich die nicht sofort erwische, haut das nie hin. Jetzt! Mist! Er darf wirklich nur ein einziges Mal verschwinden, sonst ist es schon zu knapp. Alter, woher... Ich verstehe noch nicht, wie ich das beeinflusse. Nein, jetzt ist es wieder vorbei. Ja, toll. Ach, komm schon. Boah, das würde mich in der Superwelt stressen, wenn ich den Anfang immer wieder spielen müsste, nachdem ich Game Over hier gehe. Also der Punkt ist der, wenn er nicht beim ersten Mal rauskommt, dann ist es auf jeden Fall beim dritten Mal. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich es irgendwie beeinflussen kann, weil wenn ich wüsste, wie ich es beeinflussen kann, würde ich es tun. Ach, verdammter Mist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss näher an ihm bleiben und dann verwandelt er sich sofort zurück. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Toll. Das ist der ganz das ist der schlechteste Start überhaupt gewesen. Perfekt. Genau so machen wir das.
komm. Nee, ich bin ganz nah bei ihm und es ist trotzdem nicht... Mann! Ja, das war's. Dann an der Stelle eh. Alter, ist der krass. Verstehen nicht, wann er rauskommt und wann nicht. Dabei ist es hier ja gerade wirklich erheblich wichtig zu erkennen, wie ich das machen muss. Jetzt ist es beim dritten. Nee, beim zweiten geht's auch. Ich verstehe es nicht. Oh Gott, ja, jetzt. Oh, weg hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Nix wie raus hier. Oh mein Gott. Oh. Okay. 8-2 war schon kritischer, aber nur wegen der steigenden Lava. Okay, 8-3. Ah, das ist das typische Hammerbruder-Level, ja, I see. Mit Koopa und allem drum und dran und Checkpoint. Und da ist dann auch schon das Ende. Okay, gut, 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 gut. Das ist doch machbar. Ja. Ich wollte zu viel. Aber es ist halt nicht schlimm, deswegen würde ich jetzt ein bisschen durchwaschen. So. Nein, ach Mann. Ich würde den Pilz gerne behalten. Aber ich glaube, ich kriege hier eh wieder einen. Oha, was? Hä? Ich kriege hier einfach Sterne. Das war interessant. Yo! Können wir den Kampf bitte nicht klein machen müssen gleich? Okay, Gott sei Dank. Oh mein Gott, das wäre so böse geworden, wenn ich das nochmal hätte... Oh nein. Oh nein, das ist nicht dein Ernst jetzt. Kann der bitte einfach runterspringen in sein Verderben? Ach du Scheiße. Scheiße. Oh, jetzt muss ich überlegen, ob ich das Level nochmal neu starte oder ob ich jetzt wirklich als kleiner Mario hier durch will. Das könnte etwas kritisch werden. Okay, wir probieren's. Nein. Aber das Ende ist so fies.
Okay. Okay, 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 es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Ich muss halt böse auf die Hämmer aufpassen, aber es geht. Ja, das geht, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh! Ich wollte gerade sagen, oder ist hier vielleicht irgendwo was versteckt? Und wenn ich vor allem jetzt einen Pilz mitnehme, ja, wenn ich den Pilz jetzt noch mitnehme nach draußen, schade. Aber dann könnte ich sogar hier einfach durchwaschen. Dann könnte ich durch die Scheiße hier... Okay, ich kann einfach springen. Oh. Da ist einfach ein Pilz. Da ist einfach ein Death-Pilz. Alles klar. 8-4. Finale. Und schaut euch das an, was da alles am Ende steht. Ey, es wird so ehrenlos. Es wird so ehrenlos. Okay, rein da. Gut, wir schaffen den ersten Sprung schon nicht. Perfekt. Ich glaube, ich muss den benutzen zum Springen. Kann es sein? Ja. Pilz? Okay. Mal schauen, wie lange wir ihn behalten. Okay, das muss ich jetzt gut... Ja, das war schlecht getimed. Das war besser. Oh, Bruder. Ja, toll. Okay, ist hier was noch versteckt irgendwie? Nee. Okay, was haben wir jetzt hier? Ach ja, er fehlt natürlich auch noch. So. Checkpoint. Checkpoint? Kein Checkpoint. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ah, es gibt jetzt wieder drei Wege, die nicht richtig sind und zwei dann und einen dann wahrscheinlich auch. Okay, das heißt, ich muss immer wieder hier vorne raus. Okay, da ist ein Pilz, das ist gut zu wissen. Ah, da kommt was raus. Ich hab's befürchtet. Okay, wisst ihr was? Ach, der ist weg, der Pilz. Ja, scheiße, natürlich ist der weg. Ah, ich wollte mir den nochmal holen. Ja. Oh lol, ich kann ja einfach zurück. Oh mein Gott, ich bin so ein Trottel. Ich kann ja einfach zurück, wenn ich falsch bin. Danke, Rasierer, nett gebaut. Ich kann ja einfach zurück, wenn ich falsch bin. Ah, jetzt muss ich alles nochmal machen, ne? Ach, wir hatten keinen Checkpoint. Wieso hatten wir denn jetzt keinen Checkpoint? Oh.
Schlecht getimed. Nee, auch nicht. Ja, so. Okay, den muss ich irgendwie besser hinkriegen, den Kollegen da. Nee, das geht nicht. Keine Ahnung. Mist. Ja, okay. Irgendwie schaffe ich diesen Pilz zu behalten. Das wäre schon sehr nice. Aber das ist... Weiß ich nicht. Nein, das war doch... Ach Mann, guck mal, er hat keine einzige Stachel mehr. Mann, das war frech. Wir haben doch schon gesehen, dass der Sprung geht. Mann. Es geht nicht. Nein, das war zu wenig. Ich hab's gemerkt. Ja, das war zu bald. Na, ach, leck mich doch. Ja, das hat gut funktioniert. So. Diesmal holen wir uns den Pilz. Thank you.
Diesmal wissen wir auch, dass da unten eine Röhre ist. Das ist die richtige Röhre, okay. Okay, ich schieße dich erst ab, mein Freund. Du machst erst einen Abflug. So. Kommen da noch mehr zum Abschießen? Scheiße, ja, wären gekommen, aber haben wir leider nicht mehr abschießen können. Okay, was jetzt? Checkpoint? Oh, danke. Immerhin ein Checkpoint wird benutzt. Okay. Oh, und da, ja, natürlich kommt das random Feuer von links, rechts. Na klar. Okay, gibt's hier denn irgendwas Power-Up-Technisches? Yes! Ist halt echt kritisch so, ne? Mit dem Feuer. Ja, also mit dem Feuer ist das echt böse kritisch. Ach du Scheiße. Ha. Toll. Oh, man. Nee, okay, ich darf da nicht sofort drauf. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Toll. Ja, jetzt schieß auch noch Feuer, du blödes Viech, ey. Oh. Nice. Okay, was jetzt? Was jetzt? Noch ein Checkpoint. Sehr gut. Ist dann jetzt hier die... Ah, jetzt ist die Stelle erreicht. Aber dann... Okay, dann kann man da ja durchdashen mit dem Pilz. Dann kann man da mit dem Pilz ja durchdashen. Gott sei Dank. Dann versuchen wir ihn nicht gleich zu verlieren, wollte ich noch sagen. Ja, dann muss ich aber nur darüber springen und dann war es das. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Sehr schön. Dann war der eigentliche Endkampf der Baby Bowser. Bowser Junior heißt er ja, ne? Kriegen wir hin. Okay, oh Gott. Puh. Ja, trotzdem so spät wie möglich treffen lassen, dass ich hier noch möglichst viel... Okay. Ja, und tschüss. Oh! Nice. Oioioi. Junge, 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 Junge. Dann haben wir uns damit jetzt das letzte Rasierer-Level verdient. Denn, ja, Battle Arena brauchen wir nicht. Mein Final Level.
Don't touch the coins. Rein da. Was passiert, wenn wir die Toins catchen? Die Toins catchen, genau. Haaret? Ja, was? Okay. Hier darf ich die Coins ja touchen. Ah, ich darf sie nicht... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Interessant, so hat er das gebaut. Das heißt, sobald man die Coins berührt, wird hier nachher... Ist hier nachher... Ja, okay, dann kann ich da nachher... Okay, ich verstehe. Cool. Ich verstehe, wie sich das gedacht wurde. Schade. Aber wir probieren mal was aus. Ich will mal was ausprobieren. Erstens mal will ich mal gucken, ob ich den Rest überhaupt schaffen würde. Null. Ja, weil das erscheint mir gerade nicht. Lol. Erscheint mir gerade nicht so, dass ich das schaffen würde. Ah, der wird immer wieder neu ausgelöst, ich verstehe. Kann ich das tricksen? Okay, schade. War ja nur eine Idee. Vor allem das hier ist, also hart ist nochmal extra. Ja, okay. Ja, so weit kriege ich das hin, aber jetzt ist vorbei. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Ja, pff. Nee, das schaffe ich nicht. Ach so. Ja, die zu, das, also da lässt sich's dann auch nicht verhindern, dass die ausgelöst werden. Okay. Boah, das könnte echt, weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß es nicht. So. Nee. So nicht. Also diese Coin ist stressig und hier muss ich mir noch einen Weg überlegen. Wenn ich einfach durchrenne? Nee, geht auch nicht. Schade. Ich wollte jetzt erstmal nur das da hinten testen, weil ich brauche den Anfang nicht spielen, wenn ich das da hinten nicht weiß, wie es geht. Und hier habe ich ja praktisch so ein bisschen die Möglichkeit, es auszuprobieren. Indem ich einfach hingehe. So. Nee. Der ist immer noch nicht. Und hier habe ich auch noch keine wirklich gute Taktik. Ach, scheiße. Nehmen wir mal an. Ja, okay. Wenn ich die erste Münze. Ah, das ist kritisch. Dann muss ich die erste Münze auch umgehen. Aber am kritischsten ist noch die hier. Ah, ich krieg's nicht hin.
die sind alle kein Thema. Das ist alles easy, aber hier jetzt. Okay. Und wenn ich jetzt hier halt schnell bin, schaffe ich das. Ja! Oh mein Gott. Wir kommen zum ersten Checkpoint. Wir kommen zum ersten Checkpoint. Unfassbar. So. Als wäre Don't Touch the Coins nicht schon schwierig genug, werde ich jetzt auch noch befeuert. Okay. Okay. Okay, was jetzt? War's das? Habe ich's geschafft? Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, ne? Ich hab's geschafft. Nice. Okay. Dann gucken wir uns jetzt noch die Hard-Variante an. Dann gucken wir uns jetzt noch die Hard-Variante an. Das war ja cool. Oh, fast Weltre. Willst du mich foppen? Okay. Hard-Variante. Okay, was passiert hier? Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie ich die erste Münze umgehen soll. Irgendwie so duck dahin springen oder was? Irgendwie so geduckt dahin. Wie lange nehmen wir schon? Okay, wir sind schon bei der Stunde eigentlich. Ja, schwierig. Ja, also irgendwie so. Wir gucken uns mal den Rest an. Perfekt. Ja, so nicht. Yo! Okay. Das schaffe ich nicht. weil wir eh auch von der Zeit schon wieder durch sind. Ich will einmal noch eine Sache probieren. Und zwar will ich nochmal ganz kurz mir Infernum angucken. Es ist halt echt sick, ne? Das ist halt echt sick. Ich will nur noch einmal diese Stelle da oben. Ich hatte noch eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Ach, perfekt, so nicht. Scheiße. Okay.
So, und zwar ist die Idee, schon über die Shell zu springen. Ja, und wenn ich die Shell erwische, wäre ich ja hier mit Feuerblume. Ne? So, und dann könnte ich ja hier dies aufmachen. Ich muss hier unten ja eh klein werden. Das heißt, ich kann doch dann, wenn die Shell hier rumliegt, die einfach mir zurückholen. So, dann werde ich ja eh klein. Ist doch dann egal. Ach man. Ich möchte mit Save States arbeiten, um das auszuprobieren. Ach man. Ich meine, es ist sicherlich anders gedacht, aber es müsste funktionieren. Ich wollte das Feuer noch schießen. Ich habe das Feuer nicht geschossen. Are you kidding me? Aber wenn es jetzt getroffen hätte, na, dann würde ich halt hier hingehen. Hol mir den. Ach so, Moment. Oh. Ich habe den Flaw in meiner Theorie erwischt. Ich muss da unten ja nochmal getroffen werden. Also dann müsste ich mit Feuerblume wirklich hier landen. Ah, shit. Dann müsste ich da mit Feuerblume landen. Ich bin nicht überzeugt. Dann holen wir uns zum Abschluss einfach noch die drei Leben da oben. Mehr geht leider nicht mehr. Mehr geht leider nicht mehr. Ja, okay, egal, wir lassen's. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.